Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TNT mit dem Bram, dem Jay, dem Jules, dem Sepp, dem Fischi und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir müssen und diesen goldenen Block finden, Leute. Ja, wir stehen auf der klassischen TTT-Map. Ich wurde von Jules angeschossen. Fischi ist teleportiert. Das stimmt halt nicht. Sepp ist oben auf dem Leuchtturm. Bist du sicher, Fischi, weil Sepp hat oben vom Leuchtturm Nades runtergeworfen. Ich habe eine Granate runtergeworfen, ja. Aber, ja, aber ich suche halt gerade eine HE-Granate mittlerweile, ne? Vielleicht macht ja, die auch keine HE-Granate. Ah, okay. Ja, ich habe eine Waffe gefunden. War eine Disco, hat man ja auch gehört am Sound. Eine Shotgun. Oh, was könnte man hiermit nochmal machen? Mit dem goldenen Schöne Block? Schöne Shot. Nee, mit den Diamantblöcken. Oh, weiß ich nicht, gar nicht. Ich suche die ganze Zeit diesen Goldblock. Ich hatte damit Goldblock? Machen konnte. Was macht denn? Ach, das hatte ich gerade gelesen am Anfang. Der Goldblock sorgt dafür, dass man die Traitor angezeigt bekommt, oder? Ja. Kann man sich testen. Alter, aber traut ihm nicht. Gerade töten, du Wichser. Das ist wie so ein Corona-Test für Traitor oder was? Das ist kein Item, was. Ja, und okay, im Leuchtturm stimmt. Ist auf jeden Fall keiner. Kein Gold. Wieso geht bei mir immer dieses Menü auf, wenn ich auf Shift drücke? Kennt ihr das? Irgendwie dieses Steam-Menü geht dann auf. Das ist super ätzend. Lass dich hier schon verwirren. Ist doch jemand, oder? Sepp ist es. Was macht man damit? Sepp? Wo ist Sepp? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mit den Diamantblöcken was gemacht hat, aber du hättest fast Sepp? Da oben drauf geworfen. Ja, hier ist Bram und cool hier gewesen, ist, ne? Sie rennen Bram und Peter die ganze Zeit zusammen rum. Ich gehe mal in eine andere Richtung. Überprüft haben. Ja, aber würde ich auch sagen. Ich brauche mal ganz kurz hier das Ding. Ich kann ein bisschen Shift drücken, ohne dass ich das scheiß Menü öffne. Das fuckt mich richtig an. Ich das hier hin. Leg Sprinten auf eine andere. Oh, naja, muss ich auch. Ich sehe ihn nicht. Oh, Thomas kommt! Oh Gott, Leuchtturm! Oh Gott, wo kam das her? Leuchtturm! Ja, der schießt doch auf mich, aua. Komm. Wer ist denn das? Jay dann, ne? Weiß ich noch nicht. Oben, unten, nee, hinten, vorn? Nein, warte mal, der ist hier bei mir drin. Wer sind denn alle? Der ist runter. Ja. Warte, oh Gott, Jay! Hab ihn. Oh, Alter, okay, haben wir alle. Jules, ich bin halt. Oh Gott, wer schießt auf mich? Nee. Es ist echt unglaublich. Jules hat's auch gemacht. Es ist unglaublich. Ich sag doch, Jules schießt auf mich. Peter Thomas sagt, nicht. Fischi, bist du dir sicher? Ich bin einfach zur Seite gegangen. Ja, scheiß Thomas, ey. Thomas, der ich dachte, kleine da, ich dachte, Thomas unten aus dem Loch kommt, nee. Dann hat da keine Schnelle gegeben. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Schnelle. Deshalb hab ich mich immer schön in die Ecke gesetzt. Oh, hups. Peter? Ja. Warum hast du dich nochmal nachgefragt? Es tut mir leid, du hast absolut recht. Weil Bram mit seinem Diamant hat so meine Aufmerksamkeit gesammelt. Hast. Ja, ich verstehe. Jules, du Arsch, ey. Stimmt überhaupt nicht, sagt er. Dankeschön. Und alle glauben es mir. Aber wieso sind jetzt hier alle? Ich bin nicht da. Wo seid ihr alle? Warum seid ihr alle? Ist egal. Ich will wissen, wo ihr seid. Ja, wir sind unten. Muss ja ganz kurz. Mit zu dem Spaß. Ah, Jules! Lol. War Jules? Jules, du bist so ein Lappen, ne? Was hat Jules gemacht? Ja, er hat mit irgendeiner Muchwaffe direkt am Anfang auf mich geschossen. Von wo denn, Peter? Er ist doch scheißegal, ich hab ihn gekillt. Hast du den Gold? Ach, du hast ihn gekillt? Nein! Nice. Ich hab doch confirmed, Junge, guck doch mal da oben hin! Ja, Alter! Und ich will wissen, ob man damit was machen kann. Eigentlich gar nichts. Okay, Peter, das ist ein Small Gold House. Das ist richtig. Und da Sepp so komisch nachgefragt hat, würde ich mal 80% auf Sepp setzen. Ja. Sepp ist wieder oben. Ich hab das nicht gesehen, Jay, ja? Sepp, was hab ich denn? Was ist denn? Das hat Glas da unten gerade weggemacht worden, das hab ich nicht gesehen. Sepp, was ist bei mir? Bei mir ist hier Glas. Ja. Das Glas war gerade weg. Das hat gerade clear gemacht, dann war das weg. Okay. So, was mach ich jetzt mit dem scheiß Brick? Ja, der ist doch scheiße. Lass den doch einfach. Du brauchst den Goldblock. Also ich war das nicht. Ich war das von hier ganz hinten vom Leuchtturm. Ich hab das nicht mal mitbekommen. Ich konnte das nicht. Du konntest das nicht sagen, ich weiß, aber vielleicht ist ja jemand unter uns oder so im Wasser. Oder irgendeiner ist unter uns. Peter ist es. Ich hab doch keinen. Peter wahrscheinlich. Peter ist es nicht. Er wird doch von Jules angegriffen. Peter ist es nicht. Aber Sepp ist es, weil er das sagt. Ja, ich hab das Glas von hier hinten ausgemacht. Sepp, du Arsch. Peter, was ist eigentlich mit deinem Trader-Kollegen? Mhm. Also, ich sehe hier einen toten Peter. Oh nein. Weiß jetzt nicht, was hier los ist. Ne? Also, und ich war bei Bram die ganze Zeit, meine Freunde. Also, aber Fischi. Fischi war dann Sepp oder Fischi, oder? Moment mal. Ich hab die ganze Zeit gesehen. Warte, wo ist denn die Leiche? Du hast mich die ganze Zeit in der Lava. In der Lava? In der Lava hier im Dingens versteckt. Im Nether? Ja. Dann ist das Fischi. Das heißt, Bram und Jay waren da hinten. Du hast mich die ganze Zeit gesehen hier. Nee, dann ist das folgendes, Sepp. Ja? Du kannst das nicht gewesen sein. Das heißt, Fischi oder Jay sind das. Jay kann das nämlich immer noch gewesen sein, egal wie laut der schreit. Wie denn? Wo war der denn? Während du hinter mir gestanden hast, hättest du auch das Glas wegmachen können. Stimmt, ja, aber wer hält? In der Lava, im Nether. Ich bin doch gerade reingegangen in den Nether. Wie soll ich den da gekillt haben? Ja, aber du konntest das Glas unter mir. Fischi, ist ja auch bei kaputt mir gegangen. Ja, ist ja gut.
So, und du wirst das Glas von hier aus nicht kaputt gemacht haben können, Sepp. Nee, das geht halt nicht. Das heißt... Nicht mich töten jetzt. Einer von beiden... Ja, ist klar, ich bin einer von den beiden muss es sein. So safe weg jetzt hier. Ja, einer von euch beiden muss es ja auch sein. Macht euch doch einfach gegenseitig und wir gucken auf den Nether. Nein, ich konnte es nicht sein. Wo bist du? Ich bin auf dem Turm mit Sebastian, ich konnte es nicht sein, weil ich die ganze Zeit Items in der Hand hatte. Ich lebe noch. Du lebst noch. Okay, einer von denen da oben war es, dann war es Bram. Nein, das geht nicht. Immer noch nicht. Das geht wie mechanisch nicht. Ich vertraue komischerweise Jay gerade. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das ist immer eine gute Sache, mir trauen. Wo ist denn die Leiche von Pila? Die ist weg. Immer noch hier im Nether. Okay. Aber weg, so dass da keiner den beleben kann. Ey, das ist doch kein Problem. Den kann man eh nicht beleben. Also auch, dann machen wir das Spiel doch Folgendes. Ja? Sobald hier einer in den Turm reinkommt oder näher kommt, Fischi, ja, dann machen wir dich weg. Erstmal haben wir keinen Detective, der Innocenter wieder beleben kann. Und Trader macht das nicht. Der hat als Innocenter ja keinen Grund, aus dem Nether rauszukommen. Das heißt, solange der drin bleibt, ist auch alles cool. Wenn der rauskommt, machen wir ihn weg. Dann wohnen wir jetzt hier. Dann wohnen wir jetzt so lange hier noch, 1,47. Kann jemand was kochen? Das ist doch gar kein Problem. So, und wenn Jay aus dem Nether rauskommen wird, dann ist er halt schuld. Okay. Weil es gibt ja keinen Grund, damit da rauszukommen. Oh, einer von euch da oben ist es. Aber wieso seid ihr denn da oben zu zweit? Ja, weil wir beide halt nicht sein können. Also ich konnte nicht sein und das Glas, also außer unter der Prämisse hat man das Glas hinten an dem Ding da, von hier aus wegmachen könnte. Nur dann könnte es Sepp sein. Du kannst ja nicht mal von hier aus unten die Mine aufmachen. Ganz kurz, ich bin ja eben in den Nether reingegangen, wo Jay ja abgehangen hat. Ja. Da hätte er mich ja locker killen können. Ja. Ja, aber das bringt ihm halt nichts, weil er dann obvious it is. Ich glaube, er hofft darauf, dass wir den armen, unschuldigen Fischi. Wir haben noch eine Minute vier, ist doch in Ordnung. Weiß ich nicht. Fischi, wie viel Zeit haben wir denn bei dir noch da oben? Wieso? Wieso fragst du? Ja, frag nur. Ist das irgendein Trick? Ja, bei den Traitoren ist das nämlich anders. Aha. Aber das kannst du jetzt nicht von Fischi fordert, Bram. Das ist richtig, das wäre jetzt gemein. So Fischi, aber Fischi, also Fischi orientiert sich ja, wenn du immer weiter. Wenn du über diese Stufe drüber läufst, dann müssen wir dich leider exekutieren. Ja, wirklich, der orientiert sich so ein bisschen in unsere Richtung. Ja, Jay ist wieder da, Jay ist wieder raus, da. Jay ist raus. Okay, Jay is it. Okay, Jay is it. Warum gibt es diesen Huren-Dingens nicht mehr? Hilfe! Fischi schießt auf Jay. Okay, Fischi, du bist jetzt auf dich alleine gestellt, weil Jay da unten ist. Irgendwo muss wir da kommen. 20. Ja, guck mal, da unten war er. Oh, da guck mal, da unten war. Scheiße, der kommt jetzt hier hoch. Ah. Meinst du? Unangenehm. Ja, ich hänge jetzt auf der Leiter! Dankeschön. So. Hab dich gehört, Bram. Das ist in Ordnung. Hä? Bist denn du? Läuft deiner Overtime noch? Lange genug, ich hab richtig Zeit. Aua! Autsch. Hast du dir wehgetan an der Leiter? Nee. Was denn, Bram? Du musst auch treffen, ne? Ja, ich weiß. Mit der Waffe treffe ich das aber nicht. Bram, das hilft, ne? Oh! Man muss da auch treffen! Mit der Waffe, Alter, auf jeden Fall keine Schnitte. Ey, was war das denn für eine Mochwaffe, die ich da hatte? Alter, ich kann Jules nicht aus dem scheiß Lava ziehen mit dem Magnetostick. Das habe ich die ganze Zeit probiert, ja, während ich da schön Zeit bekommen habe von den Jungs. Wie sie einfach Peter nur angespuckt hat, diese Waffe, und nichts anderes gemacht hat. Ey, es war so, ich habe halt einfach selber in die Lava gefallen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nein. Ich habe den Trailer so in die Karten gespielt. Nein. Damit. Das war richtig angenehm. Das war immer schön, da konnte ich ganz entspannt alles vorbereiten. Okay. Ich hab den Unsichtbarmacher nicht gefunden. Da habe ich echt ewig lange gesucht. Gibt es jetzt in der Version nicht mehr? Den Wiederbeleber, den habe ich. Gut, soll ich Jules im Feuer wieder? Das wäre so witzig gewesen, wenn du es getan hättest. Ich hab's gehofft. Natürlich, so blöd bin ich auch nicht. Ich hab einen Goldblock, Leute. Let's go! Oh, let's go! Let's go! Rein in die Traitor-Lotterie. Ich weiß nicht, was er macht. Aber das ist eine kurze Runde jetzt, glaube ich. Ja, mal gucken. Das ist eine kurze Runde, ja. Ich will erstmal alleine da reingehen. Ja, okay, dann warten wir kurz davor, ja. Oh, wo müssen wir denn hin? Ach, hier das Haus oder was? Keiner darf damit rein. Okay. Oh. Sag nur Bescheid, wer es ist. Okay, die haben jetzt schon Angst, ne, die Trader. Natürlich. Ihr könnt jetzt tradieren. Ich komme als Erster rein. Okay. Du bist bestimmt Trader und killst mich. Das ist schon ein bisschen lustig. So, Peter ist drin und Moment, ich muss jetzt den Lever hier drücken, oder? Es gibt drei Möglichkeiten. Test-Subject, so. Peter ist grün.
Ja, guck mal. Okay, warte. Okay, dann komme ich als nächstes. Nein, ich will als nächstes. Nein, ich will als nächstes. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Nein, ich will als Nächstes. Lass dich von mir testen. Ja, Jules, raus da. Jules, raus da. Was? Raus. Ja, ich, wie denn? Ah, ihr steht im Weg. Okay, jetzt bin ich draußen. Okay. Peter, jetzt? Okay. Wir sind weiter weg vom Haus. Ja, ist ja gut. Ich verstehe das nicht, was hier passiert. Jetzt den Stick. Der ist aber rot, Jay. Das ist. Die haben gefaked. Die haben gefaked. Der ist aber rot. Die haben gefaked. Die haben gefaked. Machen das. Die killen dich. Bram hat gefaked, Mann. Bram ist es. Bram ist es. Mann. Ich wurde geportet. Mann. Hä? Ich dachte, du bist Bram. Peter, du Vollidiot, ey. Was ist denn? Alter. Yes, Mann. Yes, Mann. Ey, das werde ich doch nicht als erstes erstmal wieder aufmachen. Ich hab nichts verstanden. Du hast mich gekillt. Ich hab dich gekillt. Nein! Du hast mich geteleportet. Ich bin unten in die Lava gesprungen. Oh, wie unlucky. Alter, Peter. Ey, ganz ehrlich, ja, dann lass mich doch mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ja, aber eine Sekunde nachdenken ist bei dir halt 10 Sekunden. Ach, deine Mutter, ey. Was? Schönes Jahr. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Das war sehr funny. Der hat mich komplett aus dem Leben geholt. Womit? Peter, ja, stell dich mal wieder gerade gewonnen. Bei mir stand gar nicht, wer gewonnen hat. Mal hier hin, Peter. Das war ein Teil. Stand da unentschieden, stand da gerade. Unentschieden, weil ich dann auch an deiner Bombe verreckt bin, Bram. Ach so. Alter, das war ja mal ganz wilde Sache hier. Oh Mann, ey. Super gut. Kann ich jetzt auch da rein und gucken, ob jemand... Achso, ich brauch den goldenen Block, steht hier. Mario! Okay, wow! Peter! Was war das? Peter! Peter tot! Bram hat mit draufgeschossen. Ja, ich hab den Waluigi-Launcher jetzt. Alter, Peter hat Wall-Luigi. Was ist denn passiert? Ja, Peter ist tot. War ein Scheiß oder was? Ja, nee, Jules. Ja, ich hab was gefunden, was Neues. Mann, ich war am anderen Ende der Map. Jules, wenn du bist, ja, tu mir einen Gefallen. Und mach mal bitte, kill mich mal bitte. Du kannst irgendjemand anders da, wen haben wir noch? Fischi ist da auch noch. Aber kill mich mal bitte nicht. Peter Second Chance? Peter könnte leben. Also das wäre auch ziemlich dumm von mir, dich zu killen. Ich will, dass er gewinnt, das Ding. Ja, aber töte mich kurz nicht. Lass mich kurz mal ausprobieren. Ich töte auch dich auch nicht. Lebt Sepp noch? Ja. Aber wieso soll ich dich überhaupt töten? Sepp oder Jules? Wieso? Nein. Ich brauche noch Sepp oder Jules? Ein paar Edelsteine. Ich habe vorausgefunden, weil ich endlich mit diesen Diamantblöcken mache. Was kannst du denn damit machen? Oh, ist das hier der goldene Block? Du gewinnst dann, glaube ich, instant, oder? Nee, was ist das? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, du gewinnst dann instant. Mit dem goldenen Block? Nee. Scheiße, hallo. Aha. Oh. Scheiße. Ist ja cool, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Wo ist denn? Ja, der hat auf jeden Fall, hat Peter auch auf den geschossen. Ja, das ist okay für mich. Wie gesagt, das ist Jules oder... Ich lauf ohne Waffe. Nice. Stark, Jules. Was hast du denn gemacht? Ganz stark, Jules. Was war jetzt? Also meins war auch nicht so gut, ehrlicherweise. Ich dachte, der wäre geiler, der Launcher. Ja, aber du hast den ja komplett offensichtlich instant benutzt. Ja, aber ich dachte, ich könnte einen Doppelkill machen. Oh nein, wie die scheiß Lava gefallen. Können wir uns kurz darauf einigen, uns gegenseitig zu helfen, indem wir alle Erzblöcke in den Furnace schmeißen, egal wer jetzt matt ist. Ich hab einen goldenen Block. Ich dabei. Oh, goldener Block. In den Furnace? Wo ist denn das? Direkt vor dem Leuchtturm ist der Furnace. Ich habe auch keine Waffe in der Hand. Und was kann man da reinschmeißen? Diamantblöcke oder so. Ja. Das ist richtig. Du hast die Blöcke. Sind Diamantblöcke, nicht andere Blöcke. Sind das die, die hier so rumstehen? Leute, Jay ist mit dem goldenen Block im Haus. Ja, Peter, ich habe jetzt den Traitor wieder aktiviert. Komm, ich mache dich jetzt wieder. Jetzt erst. Nein. Also ich habe hier einen. Kann mal jemand hier dazukommen, bitte? Ich will mich testen lassen. Ja. Ich komme. Aber ich will nicht, dass Jay mich direkt wegnatzt. Ja, dann nicht. Wo sind denn die Dinger? Zählt der hier auch? Ich habe einen. Ich gehe hier rein. Ja, du hast einen. Aber ich muss jetzt draußen warten, oder was? Was muss ich machen? Reingehen. Der hier zählt nicht. Ja. Hier? Okay, wir brauchen noch. Place one. Drauf. Ach, ja, Bram, es sind neun. Was denn? Kann ich doch jetzt nichts für? Ja, voll viele. Ist grün, ist nicht rot, ist grün. Ja, hallo, ich bin innocent. Haben gerade die Traitoren sich gegenseitig getestet? Da wird geschossen. Ich hab einen Erzblock in der Hand. Ich dachte, wir wollen hier Edelsteine machen, Junge. Ja, wirklich. Ja, lass sie doch da hinten mal kurz machen. Jay, wer auch immer der Traitor ist, der soll einfach da hinten stehen bleiben. Wir machen hier weiter. Noch sieben. Bram, ich protecte dich. Und Peter auch. Nicht mal eine Waffe in der Hand. Ich sehe noch einen, Bram. Sechs noch. Ich sehe noch einen in der Mitte der Map an der Wand. Peter, Bram, rechts davon. Ich guck gerade, ob hier noch drin einer ist. Bram, über dir ist noch einer, den holen wir noch einer. Okay. Nein, holt Peter. Was ist hiermit? In diesem Ding drin. Da, hier unten ist auch noch einer drin. Komm raus. Nice. Oh, ich sehe noch einen. Ja, sehr gut. Ja, ist gut. Wir brauchen ja viele.
Aber wo sind diese Traitoren? Ja, ist ja egal. Die lassen also uns jetzt machen und danach töten die uns. Das ist okay. Ja, wir brauchen einen Trader gefunden, der versucht zu tauchen. Komm mit noch einem. Wasser. Ja, links, ist egal. Vom Leuchtturm links im Wasser. Ja, der will uns aber ficken. Nein, der macht das jetzt nicht. Der lässt uns das machen. Nee, das Problem ist, einer ist auf dem. Einer Diamantblock ist auf dem Haus drauf. Jo, da. Da kannst du aber draufspringen, Peter, von dem Baum daneben. Echt? Ja, da kannst du draufspringen. Kannst du auf mich draufspringen? Nein, du kannst auch von da aus da draufspringen. Ach, Jay, jetzt komm doch nicht hier zu mir im Leuchtturm. Oh, mach nochmal. Ja, dass du den zumindest grabben kannst. Aufstehen? Ja, ich versuche es. Ja. Ja? Ja. Okay, sehr gut. Da kommt was geflogen. Ja. Es gibt einen Papierflieger, der ist aber lockt auf einen von euch. Der wird jetzt sterben am Furnace. Drei noch. Drei noch. Versteck dich im Haus. Ich geh kurz in Nether. Versteck dich im Haus. Ich kann ihn nicht abschießen. Ich weiß nicht, auf wen er geht. Auf den, der unten gerade ist. An dem oh, auf mich. Stein. Auf den Peter. Ich bin kurz im geh Nether. Geh da rein, Peter, in das Haus. Der ist straight aus. Ach so. Oh nein, er ist... Ja, egal, ich lebe noch. Gibt's noch. Ich hab 30 Leben, ich hab noch einen auf welchen Diamantblock. Jay, push dich, Peter. Das ist immer frech. Zwei noch. Jay ist im Trader-Raum. Wo sind die anderen zwei? Keine Ahnung, ich versuch hier dir den Rücken zu halten. Also unten im Nether hatte ich noch keinen? Ja, da hat Sepp schon einen rausgeholt aus dem Nether. Ja, aber, ach so, ja, okay. Dann hatte ich schon alle. Weil es gibt sich noch so einen Gang, wo man... Wo kann der Trader denn noch rauskommen? Ich hab Schulz gefunden. Ja. Nice. Jay und Fishy also. So. Oh, da hinten Jay ist am Teleporter. Hab ich. Vielleicht hat er Second Chance. Hat uns so schön in Ruhe gelassen, ne? Nee, hat er nicht. Der ist die ganze Zeit, der hat diesen Papierflieger gestartet. So. Okay, hier ist keiner drin. Wie lange haben wir denn noch? Ich weiß nicht. Die Trader haben natürlich irgendwann auch Zeitdruck, muss man dazu sagen. Hier ist auch noch einer. Hat noch ein? Am Strand. Hat noch einer. Ey, das ist keiner, das ist ein Ammo-Pack. Vielleicht in dem Haus am Nether-Portal? Ich komme mal mit suchen, jetzt wo Jay weg ist. Einen einzigen noch. Das, ja. Habt ihr schon im Leuchtturm geguckt, unten? Ich glaube, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich war schon an so vielen Orten. Ich bin gerade am Strand noch. Ich laufe absichtlich die ganze Zeit nicht mit einer Waffe rum, damit ich nicht irgendwie den Anschein von Gefahr wecke. Komm schon, ich will das sehen. Weil hier kann man aber was abbauen, oder? Ist mir auch wirklich egal, wer das jetzt hier schafft. Kann man das abbauen? Kann man noch was abbauen? Oh ja, hier vorne Eisen abbauen? Weiß nicht, kann man überall Eisen abbauen? Traitor Room. Nee, okay. Ist hier mit? Eiset nicht, Digga. Jetzt, der letzte ist jetzt hier, der am Arsch ist, oder was? Ist immer so, wa? Ja. Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich gut versteckt dann. Der ist aber nicht in dieser Wasserhöhle hier, ne? Nee, ist er nicht. Da bin ich gerade drin auch, in so einer Höhle. In einer Höhle. Der liegt ich weiß doch gar nicht, wo der Traitor ist, der letzte, ehrlich gesagt. Weiß nicht, im Trailer-Tester. Mann, ey, das ist doch jetzt scheiße. Das sagt die Sack, ey. Schon 27 Sekunden noch. Müssen ihn finden. Das ist einer von euch wahrscheinlich, der Trailer. Wahrscheinlich, was steht der? Ja, wahrscheinlich dann Bram. Aber ja, das ist aber auch okay für mich. Nur irgendjemand, da liegt eine Leiche. Das ist Jay, okay. War jemand schon hinter dem Leuchtturm? Richtig stumpf? Nee, dahinter nicht, einfach stumpf nicht. Nee, ich auch nicht. Okay, komm, sag mal, wie lange denn noch so? Jetzt war die letzte Sekunde. Ah. Okay, das heißt, du bist nicht der Trader. Ich mach die Shotgun lieber wieder in die Hand. Ich weiß auch nicht, wo. Verstanden. Wir werden wir ja wohl finden, ey. Ja, ich war schon überall, wo ich denke. Kann man hier noch kaputt machen? Jo, hier kann man noch was kaputt machen. Oh, Leuchtturm? Ja, aber damit kommst Stark, du nur da wow. rein. No, mein Gott, der Pfeil fällt dir, Dennis, wieder. Der letzte ist einfach super gut versteckt wahrscheinlich. Oh, das kann man das auch kaputt machen? Den halt. Ja. Ach, da ist Peter, okay. Ich dachte gerade, der Trailer hat sich mal gezeigt. Ja, ich bin ja jetzt einmal auch schon um die Insel geschwommen. Im Traitor-Tester vielleicht? Da bin ich auch schon drin gewesen. Hier vorne ist aber noch was. Hier ist noch Eisen an der Wand. Kann man das abbauen, aber da kommt man da gar nicht hin. Na, vielleicht im Traitor-Room. Das wäre natürlich belastend. Oh, ich glaube, ich habe mich eingesperrt. Oh, Peter. Wie ist das denn? Was hast du denn gemacht? Ey, Juice hat laut gelacht. Ich vermute, er lebt noch. Schon. Also, lass ihn uns finden. Ich weiß es nicht. Aber auch nicht hier irgendwie in so einem Minecart drin.
Warte, vorhin war einer auf dem Haus. Ich bin gerade am gucken, ob einer auf dem Dach ist. Oh, nee, der auch nicht. Nee, da ist auch keiner drin. Nein, jetzt nicht erschrecken. Da in dem Minecart. Auch nicht. Vielleicht doch noch im Nether einer? Nice! Good job, Bram. Starke Runde. Sehr gut gemacht. Ihr macht noch nichts mit. Richtig starke Runde. Was jetzt mit dem Nether? Wieso stimmen da instant? Was ist das denn? In der Lava? Das war eine starke Runde. Einfach durchs Portal gehen. Das ist belastend. Hast du gut gemacht, Bram. Kann man das manipulieren? Weiß ich nicht. Also, ich sag, man muss was da im Nether machen bei dem, da in dem Häuschen. Da musst du was brennen. Was brennen? Mhm. Ich gehe nie wieder mit Jay in eine kleine Hütte und mir was zeigen möchte. Ja! Das war toll. Schon, wenn wir beide reingefallen sind einfach. Ja, weil wir. Es war nicht so staubig. Einfach richtig. Stimmt, da kann man Sachen brennen. Aber da kommen dann halt so, so Ziegel raus. Ja, und wenn du jetzt dann noch einen Ziegel da reinmachst und dann. Also es gibt ja noch den einen Ziegelstein. Ja, ich habe jetzt 3 Ziegelsteine. Und die kannst du nicht wieder reinschmeißen? Nee, die gehen nicht wieder rein. Hm. Ja, dann bin ich auch überfragt. Belastend. Richtig belastend. Meine, wir waren nur ein Stein davon weg. Ja, aber der wird ja auch. Ich habe auch gesucht im Fliegen und hätte es auch euch verraten, wenn ich ihn gesehen hätte. Wart ihr im Nether ganz hinter dem Häuschen in der Ecke, wo man Jump'n'Run machen muss? Nein. Nein. Einmal kurz gehen. Bram, lebst du noch? Ja. Fischi, lebst du noch? Yo. Jules? Bram. Yes, lebe. Peter? Ja. Oh, guck mal, hier sind direkt 2. Ja. Okay, wir haben einen Dead Body, der fake ist in der Dingens. Irgendeiner hat ihn gelegt. Bram, komm mal zurück. Wo der Traitor-Tester? Ich will dir zeigen. Da darfst du nicht. Wie kann ich diesen Diamant, das Diamantding mitnehmen? Mit dem Magneto-Stick eigentlich auch, oder? Dahin. Peter, tu nicht, Peter! Ah, ich hab's. Fake dich! Ich hab dich nicht. Alter, Bram ist an der Lava gestorben. Alter, ich raste aus. Du bist so ein Wichser, aber dann hörst du das. Jetzt guck dir wenigstens, wenn du tot bist, an. Guck mir das an. Ja, kannst du nicht sehen. Guck mir das hier an. Aua, du bist so ein Arsch. So, Moment. Sterbt jetzt alle da oder was ist hier los? Ich hab das Fischi wollte mich nämlich gerade töten. Komm, der Wichser. Guck mal. Dann waren wir logischerweise innocent. Das war sehr ärgerlich. Oh nein. Jetzt kommt Jay, um mich zu holen. Das ist frech. Wollte der dich holen? Im Nether. Jay nicht den Buddy gecallt? Let's go. Ja, stimmt, der hat den Buddy gecallt. Ich hätte es irgendwie wundern. Ja, du hast absolut recht. So, Jay, hast du im Fliegen den da hinten rechts gesehen? Hier liegt einer. Da. Den habe ich nicht gesehen. Ja, das wird der Lava. Letzte sein. Das wird der Letzte sein. Ich nehme den hier, der direkt vor mir liegt. Den nehme ich mit. Ja, geht in den Goldfeder. Ja, ich hole den. Ich hol's. Nein, gut. Stress ist es nicht. Also ich gehe den nicht holen. Oh Mann, ey. Bitte jetzt nicht mich erschießen, Jay. Ja, ich will das Ding auch noch wegbringen. Ist es. Einer von euch beiden ist es. Ja, du wirst es sein, du Laberkopf. Nein. Come on. Hier sind klar, bist du das. Schon längst hier. Lol, Sepp ist es. Oh. Schießt doch auf uns. Irgendwer schießt auf mich. Ja, verdammt Scheiße. Lebst du noch, Jay? Verdammte Scheiße. Julie. Ja, Sebastian, wo bist denn du? Julie. Sebastian, wo bist du? Jay sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Nee, ich habe das Gefühl, dadurch, dass er still ist, dass er auch nicht mehr viel sagen kann. Also dieser Papierflieger ist aber auch lustig. Ja, gut, dass du nur einen davon hattest. Ach stimmt, jetzt wo du sagst, ich kann wieder einen neuen kaufen. Ja, das wäre jetzt doof. Dankeschön. Was? Hä? Was hast du gemacht, Schulz? Wer ist denn jetzt gestorben? Da oben das Ding explodiert. Kann das denn sein, dass ich da jede Folge mindestens, also es ist mindestens eine Folge, vielleicht auf reinfalle? Bist du, hast du den Boom-Body gemacht? Nachdem ihr schon gesagt habt, dass ich einen Boom-Body. Schulz! Ah ja, ich habe einfach die Runde geholt. Perfektes Ende für eine weitere schöne Folge TTT. Wir wissen jetzt für irgendwann in 4 Monaten oder sowas, wissen wir, wie wir an diese ganzen Dinger drankommen. Das könnte mal lustig werden. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.